gerade. Ja, und dann gucken wir mal, ob jetzt hier auch das Signal bei Twitch auch mal ankommt. Twitch? Ja, ich mach das bei Twitch. Wie viel Platz habe ich auf meiner Festplatte? Kann ich auch schon starten? Refresh? 1,3 Terabyte, ja, das müsste eigentlich für eine Weile reichen, oder? Meinst du? Hoffe ich doch. Kommt drauf an, welche Auflösung du aufnimmst und sowas, ne? Oh mein Gott, wir sind live und in Farbe und auf Sendung. Hey, awesome! Hey, awesome. Ja, das kann auch mein Prinzip. Ne? Und da hat er schon wieder hier Rauschen im Hintergrund. Das geht doch nicht. Ja, das ist mein Rechner. Entschuldigung. Ach, schaff dir mal einen neuen an. Was, der rauscht? Ne? Der hat halt einen Rausch. Entschuldigung. Mein Rechner ist einer von den Nicht-Rauschern. Ne? Gut, hätten wir es geklärt. Ali, hallo und Hallöle zu Minecraft Mission Alternate. Ne? War doch jetzt richtig? Ja, hallo. Hey. Hallo. Mahlzeit. So, ja, das ganze Projekt ist hier etwas, das der Amiga-Link aus den, aus dem Boden gestampft hat. Aua, und haut mir dafür erstmal schön in die Fresse. Das kann ich wieder haben, weißt du? Das kann ich wieder haben. Das kriegst du alles wieder. Fängt gut an. Das kriegst du alles wieder. Ja, was genau ist das denn jetzt eigentlich hier? Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Was? Ich habe dich gefragt, was genau ist das jetzt eigentlich hier für ein Kack, wo du mich hier reingezogen hast? Das ist ein gemoddetes Minecraft. Grob gesagt Minecraft-Technik. Mit relativ wenigen Mods im Vergleich zu meinen alten Projekten. Und sind so ein paar Mods nicht drin, die allgemein verwendet werden, wie zum Beispiel IC2. Nicht vorhanden. Dementsprechend natürlich auch kein GradTech und sowas. Zum Glück. Wieso? Also wenn IC2, dann auch GradTech. Meine Meinung. Nicht. Naja, das ist deine Meinung. meine Meinung. Ja? Auch wenn 9 von 10 Leuten finden GradTech in Ordnung. Auch Amiga. Ja. Ich finde, es gehört dazu. Ich schimpfe über GradTech, weil ich finde, was Gregorius da macht, ist teilweise doch stark übertrieben. Vor allem so, wie er es macht. Aber grundsätzlich ist es eine Pflichtmod, wenn IC2 drin ist. Mein Name ist Amiga und ich mag RegTech. Hallo Amiga. Alles und sonst klar. Mag es keiner. Sag mal, MacWill, hier, wo es mir gerade einfällt, kannst du nicht über TeamSpeak hier Sprachaktivierung reinmachen? Du hast ja jetzt, glaube ich, Dauersachen drin, oder? Die ist auf Sprachaktivierung. Gut, dann setz doch mal den Empfindlichkeitspegel da ein bisschen hoch. Hoch oder runter? Hoch, damit du bei höheren Dezibelzahl halt ersten Ton sendest über TeamSpeak. So, besser. Jawohl, ja. Schön. Ja, hey. Wuhu. Hey, whoop, whoop. Er ist einer von nicht rauschern. So, jetzt können wir ja loslegen, ne? Womit fangen wir eigentlich an? Können wir. Aber wie gesagt, ansonsten ist hier noch so das ein oder andere leicht verändert, nicht allzu viel bei den diversen Mods. Und wir haben da eine kleine Sauerei drin. Gut, ihr wisst es ja jetzt schon. Ich hab's bis zum Start geheim gehalten, so für die Zuschauer gesagt. Wir haben jetzt eine ziemliche Schweinerei drin, was ein australisches die Ernährung anbetrifft. Gibt's auch Gürteltiere? Was, Beuteltiere? Ja. Nein. Okay, dann nicht. Dann bin ich raus. Aber es gibt Häschen und sowas. Oh, geil, dann bin ich wieder voll dabei. So, ich denke mal, wir fangen jetzt so an, wie wir eigentlich Minecraft immer anfangen müssen, mit Holz, oder? Ja, genau. Oder ist das jetzt so gemoddet, wenn ich jetzt Holz abbaue, dass erstmal die Welt in die Luft springt? Nee. Da wird dann einfach nur ein Zombie jetzt zum Straßengräber kommen und ihn töten. Was? Okay, und schreien dann Kleingeld. Ich krieg ja nicht mal das Achievement, Getting Wood. Lame. Yes. Fang ich doch auch mal an, ja? So. Ja. Also der Anfang wird echt hart durch dieses Ernährungssystem. die meisten werden kennen Hunger Overhaul, das ist schon hart genug. Und wir haben noch eine kleine Steigerung drin, dadurch wird es noch härter. Hey, Benchwork. Mal gucken, wie es wird. Es wird großartig, ich weiß es jetzt schon. Ne? Auch interessant ist halt wirklich halt für mich so, es gibt ja für mich 300.000 Millionen Sachen da zu entdecken, weil ich kenne ja absolut nichts
so absolut gar nichts davon. Ja, für dich wird es besonders interessant. Ja, ja. Ne? Und ich freue mich halt schon über sowas, weißt du, ich sehe sowas wie, da steht eine Kirsche am Baum. Ne? Und ja, kenne ich nicht. Was ich euch noch als Tipp geben kann, wenn ihr irgendwie in Höhlen oder sowas geht, nehmt euch Material mit, Steine oder sowas und baut Stufen. Ja. Aha. Weil, wie vorhin schon gesagt, hüpfen, sprinten, abbauen von Sachen, du kriegst Hunger. Yes. Dun, dun, dun. Also man kriegt hier Hunger für alles, selbst fürs Rumstehen. Ja, ja, genau. Was man sieht, hier unser Hungerbalken, der sieht ein bisschen anders aus. Warum baut sich jetzt hier jeder eine eigene Lackbank? Weil das ist einfach awesome. Wir sind so gewohnt. Ne, eure Klaus Hungerkeulen. Und ich, wir haben es geschafft, ganz lieb eine zu zahlen. Ja, genau. So ja. Eine von Tinkers Construct. Und ihr habt das wahrscheinlich auch noch vertraglich geregelt, wer das wie lange benutzen darf. Nee, danke, darauf habe ich keinen Bock. Ne, und ich nehme auch ganz brav, ne, im Sinne der Umweltverschmutzung, nehme ich auch meine Werkbank wieder mit. So. Hey. Mach schneller. Achso, ich hatte stehen lassen. Noch Kies ja, das habe ich mir bei dir gedacht. Weißt du, du bist auch einer von denen, weißt du, die kaufen sich bei der Tankstelle erstmal ein Eis, weißt du, einmal bei der Tankstelle sowieso schon umweltverschmutzend ist wie sonst was, ne? Kaufst dir ein Eis, schmeißt einmal das Papier durch die Gegend und wenn du das Eis aufgeschlabbert hast, dann nochmal den Stick hier. Ne? Nee, das mache ich nicht. Oh, hier liegt ein Apfel, direkt mal einsammeln. Schade, ich kann noch kein Kupfer abbauen. Ich habe keine Ahnung, wo meine Werkbank steht. Wer hat denn hier eine Tinkers-Werkbank gemacht? Ich. Ich weiß nicht mal, was es ist. Also sprich mich alle, nicht die sich damit auskennen, haben sich eine Tinkers Construct Workbench gebaut. Also kann er mich nicht meinen. Wo bist denn du, McPhille? Ich bin schon am Graben. Okay, ja. Ich suche mein Niveau da unten im Berge, aber... Ja, also da musst du noch unterm Bedrock graben, dann findest du es vielleicht. Spreche ich es eigentlich richtig aus, McPhille, oder ist es ein... McWill, LP. McWill. McWill. Hat das was mit Apple zu tun? Nein. Ach Gott sei Dank. Mit McDonald's? Nein. Mit McCookie? Nee, die Schriftweise ist ja anders. Ich schreibe dich nämlich immer MC und dann merke ich, oh shit, war falsch. Immer, ihr merkt das. Ja, eben. Aber du kannst auch ruhig Stefan sagen, aber Gott brauchst du nicht immer sagen, nur wenn du möchtest. Nur wenn es unbedingt notwendig ist. Ihr habt alles schon Steinwerkzeug, was ist denn das? Ich hab sogar schon Kohle. Guckst du hier, kannst du jede Menge Steine haben. Hier war doch gerade eine Werkbank. Ja, das war meine. Das ist meine mobile Werkbank, ne? Andere haben Smartphone, ich habe eine Werkbank. Ne? Funktioniert mindestens genauso gut. Ist ja langweilig. Ja, ist voll oldschool und so. Oh, ein Apfel. Einer. Wir sollten übrigens eigentlich dafür zusehen, sorgen, dass wir was zu futtern kriegen. Ja. Also, ich habe zwei Steaks. Du hast zwei Steaks? Ha, nur die harten kommen in den Garten. Hab ich auch du gesagt. Hast doch nicht etwa Tiere getötet. Dann guck mal auf den Nährwert. Ich gebe dir, habe ich nämlich eben noch nicht gesagt, wenn du das mit Mouse Over über irgendein Nahrungsmittel machst. Du hast ja doch, das hast du gerade eben schon gesagt. Ja, aber nein, noch vom Stream. Noch nicht. Wenn du dabei Shift drückst, wird da drunter angezeigt, wie hoch der Nährwert ist. Mhm. Und? Das sagt uns, wir sind am Arsch. Halbe Keule. Und es sind auch zwei Anzeigen. Es ist zum einen eine Keule und zum anderen eine etwas anders gefärbte Keule. Eure Keulen sind überhaupt anders gefärbt momentan. Es kommt drauf an, ich habe zum Beispiel noch ein Ressourcenpack drin, da ist es, glaube ich, nicht. Ja gut, ich gehe jetzt vom Original aus. Ich habe ja Original. Original ist egal. Diese zweite Färbung ist die eigentliche Sättigung. Normalen Keulen sind euer Hunger. Und dann gibt es ja, wie im Echten auch, gibt es noch eine Sättigung. Du fühlst dich vollgefressen, sag ich mal. Ja. Das sind diese zweiten Keulen. Also ich kann Mettbrötchen essen ohne Ende, ich werde nicht satt. Denn die normale Keule geht erst weg, wenn die zweite Färbung weg ist. Nicht bei Mettbrötchen. Kann man Mettbrötchen kaufen? Wer saugt mir denn hier die Kohle in den Mund? Ich baue hier Kohle ab und er sagt... Ja, ich auch. Limestone. Ninja-Looter. Limestone. Limestone ist von Marikultur. Ist voll langweilig, braucht keiner. Fragt mich nicht, wofür. Meine Kohle ist Marikultur kenne ich mich auch nicht mit aus. Huch, kommen die auf einmal her? Wer denn? Na du und der hier, dieser Digger, ey, was geht ab?
von draußen weit her, ja? Bitte sehr. La 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 la. Nein, wir sind überhaupt nicht fernsehsüchtig. Nein! Der Chat abgestürzt ist vom Stream. Bam bam bam. So, Licht! Oh, ich bin schon am Starfen. Bam bam bam. Oh, bist du schon am Starfen? Was hast du gemacht, ey? Ich meine. So? Ey! Was für eine Ich sollte Frage. Dich was an Kopf hauen und dir sagen, dass dein Logo benötigt wird. Welches Logo? Wo war die Welt? Dein Logo. Im Download-Verzeichnis vom PS ist das drinne, das PSD. So, ja. Das ist für die, wo zu spät kommen. Ja, richtig, genau. Weiß Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Also, ich habe schon Eisen und ihr? Ich hab Erde. Also ich baue mir gerade meine ersten Steine. Kann man jetzt hier mit den Mods irgendwas mit Erde anfangen? Ja, also bauen? Chisel. Ach, schön. Stark. Ich gibt Chisel-Rezepte davon? Ja, gibt es. Was sogar ist das? Mehr als für Stein und für Bobbel. Ich habe ein Kupfer in der Tasche, sehe ich gerade. Ich habe Baumwolle. Ja, bin ich auch gerade frei. Was ist das? Okay. Laufe jetzt einfach mal so ein bisschen rum, ne? Und versuche hier so ein bisschen was für Missionen zu entdecken hier. Was auch immer. Für dich gibt es bestimmt sehr viel zu entdecken. Alle zwei Blöcke hier was Neues. Ich hab sogar Salz. Die Generation ist ja doch leicht verändert. Ja. Also hier so Mini-Salz. Hört mir wie immer keiner zu. Warum denn? Hast du was gesagt? Das ist was Persönliches, das merkst du, ne? Ja, nee, du, lass mal. Schatz, mögen mich hier nicht. Die mobben mich, die Schweinepriester. Sag denen mal was. Ich bin kein Schweinepriester, ich bin ein Schweinekrieger. Ist ein Unterschied. Priester, Krieger, was war der Unterschied? Die Intelligenz, die nicht vorhanden ist. Was, was? Niveau nicht vorhanden? Ja gut, das ist... Intelligenz. Ja. Oh, ich weiß, das kennst du nicht. Ja, danke. Sorry. Ich hab eben gedacht, wo sind die Titzen? So, ich war gerade mein Kram wieder am rausholen. Er hat ein Bett, er hat ein Bett. Tötet ihn! Ein Bett? Was, warum? Wozu töten? Mein Bett. Wir können doch eh... Ey, Alter, wir müssen ja eh nicht alle schlafen. Bist du denn hier? Ich renne hier mit Steinwerkzeug rum, du baust das erste Bett. Ja. Oh, da hat er hier Kohle übersehen. Oh. Amiga, das Kohle, geht Kohle, so Kohle, nicht. Kohle, 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 Kohle. Ich habe nur ein paar Kohle eingesackt, damit ich mir gleich ein paar Fackeln machen kann. Wer das noch nicht kennt, mit der Taste C könnt ihr auf dem Boden so ein kleines 3x3-Grid aufstellen. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr jetzt Koppel zum Beispiel in der Tasche habt, ein paar Steintreppen bauen. Aha. Boah, wie immer. Ja. Ja, das ist äußerst praktisch. Was ist nicht alles? Wenn einer geht. Wahnsinn, ne? Ja, also für mich persönlich ist das so, wow. Ich weiß, ich... Der Cave-Mode nicht aktiv in Minimaps? Doch, eigentlich ja. Ja, so viel zum eigentlich wie immer halt, ne? Ich glaube, ich hab mich schon auf. Grab mich hier gerade straight nach unten und finde außer Stein gar nichts. Super. Hoffentlich Lava, da macht's tss. Nee, ich will Eisen und, oder Osmium oder sowas haben. Brenne. So früh schon. Nein, so auch nicht. Du musst dann nochmal C drücken, wenn das... Ah, er sagt das so. Ja, genau. Ja, was kann ich dazu, wenn Street nur die Hälfte der Informationen gibt? Ach, scheiße, wir haben ja keinen Grinder dazu. Was mir gerade einfällt, es ist wirklich noch keiner irgendwas am Essen am Holen, ne? Wir kriegen gleich ein Problem. Also, ich hab, meinst wie du? Gesagt... Ich weiß nicht, warum ich hier die Schweine erschlag, wenn ich Essen hole, aber gut. Ach so, okay. Also ich nehme gerne die 6 Steak, wo da drinnen liegen. Von ja, die kannst du gerne haben, die habe ich da reingesetzt. Ich wollte eigentlich gerade mein Eisen kokeln, aber ich nehme sie, danke. Bringt auch noch XP. Ich finde kein Eisen. Ja. Also ich habe ganz viel Erde gefunden. Kann ich damit was anfangen? Aber wir haben mehr das Problem, dass jetzt schon Nacht wird. Ja, dann muss ich... hat jemand noch ein zweites Bett? Weil dann können wir uns ins Bett legen. Reichen da zwei? Reichen zwei, ja. Alter, was hat denn das Schwein du für eine Sterbeanimation? Nee. Müssten zwei reichen, sagen wir mal so. Ich brauche noch einen. Wer hat mich denn hier eingemauert? Ach.
Warum baust du dir keine Treppen, ne? Weil ich einfach nur am Buddeln war. Aber danke, dass du hier Treppen baust.